Wann immer Menschen über bestimmte Kreaturen sprechen, habe ich es höchstwahrscheinlich schon gejagt. Ich nehme Aufträge an, die mich in die ganze Welt schicken und werde für meine Arbeit recht gut bezahlt. Monsterjäger in meiner Liga gibt es nur wenige und ich würde nicht empfehlen, einen von uns für etwas wie einen Skinwalker zu engagieren, da diese unter meiner Gehaltsklasse liegen. Gelegentlich übernehme ich jedoch einen solchen Job, wenn die Arbeit nicht so gut läuft. Im Gegensatz zu vielen meiner Jagdkollegen gehöre ich keiner Organisation an. Ich bin eher ein privater Auftragnehmer, ein privater Seelensammler, wenn man es so will. Irgendwann war ich so gut in meinem Job, dass meine Kollegen anfingen, mich Reaper zu nennen, aber ihr könnt mich auch Lance nennen. Für mich macht das wirklich keinen Unterschied. Spitznamen haben für mich keinerlei Bedeutung. Ich schätze mich einfach glücklich, dass ich nach jeder Jagd lebend zurückkomme. Doch kommen wir nun zur Geschichte. Ich kann euch garantieren, dass ihr deshalb alle hier seid und mir aus diesem Grund zuhört. Dies ist meine jüngste Jagd und es ist auch meine nächste Begegnung mit dem Tod. Es begann wie jeder andere Tag. Ich wachte auf, ging meiner Morgenroutine nach und erhielt den Anruf, während ich in einem örtlichen Restaurant Speck und Eier aß. Der Anruf war ein typischer Vermisstenfall. Eine Gruppe von 4 Campern war in die Wildnis Alaskas gefahren und hatte vor, eine Woche lang weg zu sein. Als sie 2 Tage nach der geplanten Abreise nicht zurückkamen, wurden die Behörden eingeschaltet, um das Gebiet zu durchsuchen. Seit gestern Abend haben sie sich nicht mehr zurückgemeldet und da die Wendigo-Saison in vollem Gange ist, hatte ich keine Ahnung, was passiert sein könnte. Da es in letzter Zeit wenig Arbeit gab, nahm ich den Auftrag gerne an. Ich würde nicht mehr brauchen als das, was ich für die meisten meiner Jagden mitbrachte, abgesehen von der Winterausrüstung, aber ich war immer gern gut vorbereitet. Zu meiner üblichen Ausrüstung gehörten strapazierfähige Handschuhe, eine Mönchsholzpflanze, eine Armbrust mit 12 Bolzen, eine 9mm Pistole, die mit Silberspitzen geladen war und 2 zusätzliche Magazine sowie einige Grundnahrungsmittel. Dieses Mal würde ich jedoch meinen Flammenwerfer mitnehmen, da Wendigos und die meisten anderen Kreaturen Feuer nicht mögen. Was das Mönchsholz und die Silberspitzen angeht, so waren sowohl das Gift des Mönchsholzes als auch das Silber für alles, was ich jagte, tödlich. Was ihr vielleicht nicht wisst, ist, dass Wendigos sich je nach ihrem Lebensraum unterschiedlich verhalten. In den unteren 48 Staaten sind sie normalerweise Einzelgänger und nutzen ihre Fähigkeit, menschliche Stimme nachzuahmen, um ihre Beute anzulocken. In Alaska und Kanada ändern sie ihre Jagdtaktik völlig. In diesen nördlichen Regionen bewegen sie sich in der Regel in Gruppen von mindestens 4 oder 5 Personen und stürzen sich auf ihre Beute. Was auch immer der Grund dafür ist, sie sind in diesen Gebieten viel aggressiver und ich rate euch, ihr Gebiet nicht zwischen Mitte Oktober und Mitte März zu besuchen. Als ich in Anchorage ankam, spürte ich, wie die kalte Herbstbrise mein Herz zersauste. Der Mann, der den Anruf getätigt hatte, wartete am Flughafen auf mich, um mir die Geschehnisse näher zu erläutern. Sein schwerer russischer Akzent machte es schwer, ihn zu verstehen, aber ich verstand das Wesentliche, worüber er mich informieren wollte. Der arme Kerl war zu Tode besorgt über das, was seiner Tochter und ihren Freunden zugestoßen sein könnte. Interessant wurde es, als er mir sagte, dass er nicht glaubte, dass die Camper von einem Wendigo angegriffen worden waren. Ich fragte ihn, was es denn sei, aber er traute sich nicht, den Namen auszusprechen. Nun, ich werde nicht lügen. Ich war stinksauer. Vielleicht hatte dieser arme alte Bastard ein paar aussagekräftige Informationen, die mir helfen konnten, aber jetzt hatte ich nicht mehr Anhaltspunkte als vorher. Ein normaler Jäger hätte auf der Stelle beschlossen, umzukehren. Aber ich bin kein normaler Jäger. In meinem Kopf tat sich ein gewaltiger Brunnen der Neugierde auf, der vor Spekulationen nur so strotzte. Ich wollte unbedingt wissen, was es mit diesem geheimnisvollen Schrecken auf sich haben könnte. Endlich hatte etwas meine Leidenschaft wieder entfacht. Nachdem ich jahrelang immer das Gleiche gejagt hatte, konnte ich etwas Abwechslung, etwas Aufregendes erleben. Ich wünschte mir, dies würde die Jagd meines Lebens werden. Wie dem auch sei, ich erreichte den Campingplatz zu einer Zeit, in der ich nur noch etwa 2 Stunden Sonnenlicht zur Verfügung hatte, und ich musste schnell handeln. Ich musste fast 5 Meilen von meinem Parkplatz auslaufen und fühlte mich die ganze Zeit über beobachtet. Es wäre nicht von Vorteil, wenn ich in der Nacht mit einem Wendigo oder anderen Monstrositäten, die in der Nacht herumspuken, unterwegs wäre. Es gibt nur einen Vorteil, den ich hätte, wenn es Nacht werden würde, und das würde es ganz sicher. Der Mond würde voll sein, also wäre meine Umgebung zumindest so hell, dass ich sie sehen könnte. Bei Neumond wäre selbst ein so erfahrener Jäger wie ich eine leichte Beute. Die Durchsuchung des Lagerplatzes verlief wie erwartet. Es war völlig verwahrlost. Nichts in den Wäldern um mich herum gab auch nur einen Laut von sich. Es herrschte nur pure, tote Stille. Was auch immer dort durchkam, machte eine verdammt gute Figur.
Die Zelte waren zerrissen, als wären sie mehrfach durch einen Papierschredder gegangen und anschließend in einen Mixer gesteckt worden. Überall waren Bluttropfen, die umliegenden Bäume und die Reste der Zelte befleckten. Irgendwie sah die Stelle, an der das Lagerfeuer gestanden hatte, so aus, als wäre es in der Nacht vor meiner Untersuchung benutzt worden. Das bedeutete, dass hier jemand lebte und auch klug genug war, um zu wissen, dass das Feuer die Wendigos in Schach hielt. Oder zumindest sollte es so sein. Ein paar Meter vom Feuer entfernt lag die verstümmelte Leiche eines Mannes, die mit großen Wunden und Bisswunden übersät war. Auf den ersten Blick sah es so aus, als ob ein Wendigo getötet worden wäre. Die Krallenspuren stimmten mit denen früherer Überreste überein, die ich gesehen hatte, aber die Bisswunden waren es nicht. Alle inneren Organe des armen Mannes waren herausgerissen und aufgefressen worden. Trotz alledem war kein Blut an seiner Leiche zu finden. Das beunruhigte mich mehr als alles andere. Kein Monster, das ich bisher gejagt hatte, hatte jemals eine Leiche ohne Blut zurückgelassen, mit Ausnahme von Vampiren, und diese würden keine inneren Organe von Menschen verschlingen. Drüben im Gebüsch entdeckte ich eine junge Frau und einen weiteren Mann, die sich in demselben Zustand wie ihr Freund befanden. Zwei weitere Leichen, die denen der Parkranger zu ähneln schienen, wiesen ebenfalls die gleichen Wunden auf. Sie mussten der Suchtrupp sein. Ich suchte einige der nahegelegenen Bäume ab und sah ihn, den Körper eines Wendigo, der entsetzlich entstellt war. Sein ausgemergelter Körper war völlig zerbrochen und sein Geweih zertrümmert. Da wusste ich, dass ich entweder gehen oder bleiben und diesen mysteriösen Dämon töten musste. Wieder besseres Wissen schloss ich mich innerhalb des Lagers ein und benutzte meinen Flammenwerfer, um einen Feuerring zwischen mir und der Baumgrenze zu errichten. Die ganze Zeit über nagte etwas in meinem Hinterkopf. Es waren 4 Camper, 3 Leichen. Irgendetwas passte da nicht zusammen. Eine schwache weibliche Stimme sprach von einem hohen Baum direkt hinter mir. Das hättest du nicht tun sollen. Das Feuer hat es das letzte Mal hergebracht. Ich drehte mich um und sah sie sichtlich zitternd. Ihre Kleidung war in Fetzen, ihr blondes Haar ein einziges Durcheinander und ihre blauen Augen voller Tränen und Angst. Ich empfand Mitleid für sie, denn ich war früher einmal so wie sie gewesen. Es war meine allererste Jagd. Ein Werwolf hatte mich auf einen alten Dachboden getrieben und ich war bereit, alles wegzuwerfen. Sein böser roter Blick hat sich für immer in mein Gedächtnis eingebrannt und verfolgt mich ständig in meinen Albträumen. In diesem Moment stand ich aufrecht und wurde zu dem, was ich jetzt bin. Ein Jäger, der keine Gnade mit Monstern kennt. Zeige niemals Gnade, sie werden den Gefallen nicht erwidern. Komm herauf! Schrie das Mädchen, das in diesem einen Augenblick sein ganzes verblichenes Leben wiedererlangte. Ich zögerte. Skinwalker wenden diese Taktik oft bei sympathischen Menschen an, aber sie hatte recht. Kaum hatte das Mädchen es erwähnt, hörte ich etwas von links durch die Bäume rasen. Es war übernatürlich schnell. Die Äste knackten und die Tannennadeln knirschten. Die Schritte des Ungetüms wurden lauter und schwerer, je näher es kam. Hastig kletterte ich auf den Baum. Es war schwierig mit meiner Ausrüstung, aber ich konnte es mir nicht leisten, irgendetwas davon zurückzulassen, abgesehen von meinem Flammenwerfer, den ich aus Gründen der Selbsterhaltung wegwarf. Irgendwie schaffte ich es, mich auf einen ausreichend hohen Ast zu heben. Ich schätze, schiere Willenskraft gepaart mit dem Adrenalin, das durch unverfälschte Angst produziert wird, kann fast jeden körperlichen Kraftakt vollbringen. Das Mädchen begann zu schreien, als das Ungetüm auf die Lichtung stürmte, aber ich konnte ihr den Mund zuhalten, wenn auch mit einiger Anstrengung. Auf der Lichtung stand ein riesiger Wolf. Wenn ich schätzen müsste, war er an den Schultern wahrscheinlich fast 2 Meter groß. Eine leichte Brise wehte durch sein dichtes weißes Haar. Ein paar glänzende, böse und rote Augen waren von dem Wolf auf mich gerichtet und sein Gesicht war zu einem Knurren verzogen, das Reißzähne offenbarte, die von einer purpurroten Flüssigkeit trieften. Das tiefe, verzerrte Heulen, das er ausstieß, war mehr als ohrenbetäubend. Es war mehr. Es war befehlend und urwüchsig. Der Wolf schritt um einen Feuerring herum und durchschritt ihn nach einer vollen Runde. Sein Haar wurde von den tostenden Flammen nicht im geringsten versengt. Der Wolf blieb, bis der Mund hoch am Himmel stand, und starrte mir die ganze Zeit mit seinen bösen Augen in die Seele. Doch als ich in der Ferne das Rascheln der Bäume und die unverkennbaren Schreie der Wendigos hörte, verschwand der Wolf. Da ich diese Monster so gut kannte, wusste ich, dass er zurückkommen würde. Er wollte uns beide tot sehen, aber warum hat er uns nicht schon längst getötet?
Sicherlich hatte er genug Kraft, um den Baum zu rammen und ihn umzuwerfen, uns mitzunehmen und eine leichte Mahlzeit zu bieten. Das Biest hätte mit seinen kräftigen Beinen hochspringen können, bis einer von uns hinuntergerissen worden wäre. Während ich versuchte, einen Ausweg aus unserer misslichen Lage zu finden, sprach das Mädchen zum ersten Mal seit Stunden zu mir. »Warum bist du hier?«, fragte sie und machte die Niederlage, die sie fühlte, hörbar. »Nun ja, ein Russe hat mich angerufen, um herauszufinden, was mit euch passiert ist. Aber die bessere Frage ist, wie habt ihr überlebt?«, fragte ich zurück. »Natalias Vater hat dich also geschickt. Ich habe überlebt, weil sie gestorben sind. Das Ding hätte mich auch fast erwischt, aber stattdessen hatte sich in meiner Jacke verfangen. Ich bin schon seit 3 Tagen hier oben.« Ich spürte, wie mir die Tränen in die Augen stiegen. Zum Glück hatte ich noch meinen Rucksack dabei. Ich holte ein Stück Dörrfleisch und eine Wasserflasche heraus und reichte sie ihr. »Hier, du brauchst das mehr als ich. Darf ich erfahren, wie du heißt?« Sie nahm es schnell, aber dankbar entgegen und begann zu essen und zu trinken. »Nun, ich weiß, es ist nicht viel, aber ich werde dich nicht sterben lassen, wenn ich es verhindern kann.« Ihre Stimme hellte sich ein wenig auf, nachdem sie ihre karge Nahrung zu sich genommen hatte. »Mein Name ist Jillian. Ich danke dir. Ich dachte, ich würde hier oben verhungern. Sag mal, ich hasse es, das tun zu müssen, aber was weißt du über diesen Wolf?« »Nun ja, er wird Vahela genannt. Der Großvater von meinem Freund John hat uns davon erzählt. Tut mir leid, aber das ist alles, was ich weiß.« »Scheiße«, dachte ich mir und versuchte nicht besorgt auszusehen, was aber nicht funktionierte, weil Jillian selbst immer besorgter wurde. Jeder andere Jäger, der hinter einer Vahela hergeschickt worden war, kam nie zurück. Das sind die besten Jäger in Nordamerika. Egal wie lange es dauert, sie töten immer etwas, auf das sie es abgesehen haben. Und jetzt wären wir wahrscheinlich seine nächste Nahrung, wenn er zurückkam. Zu diesem Zeitpunkt hatte noch kein Mensch seine Fähigkeiten dokumentiert. Es gab nur Spekulationen darüber, was er tun könnte. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, was es hinterlässt. Und wenn man nicht gerade Todessehnsucht hat, sollte man nie hinter der Vahela her sein. »Was ist los?«, fragte sie und wollte wissen, wovor jemand wie ich Angst haben könnte. »Es ist nichts«, log ich vergeblich. »Du kannst es mir genauso gut sagen. Entweder wir gehen lebendig oder wir sterben«, erklärte sie mit demselben Feuer, das ich in meinen früheren Tagen hatte. »Na gut, ich werde es dir sagen, aber es wird dir nicht gefallen. Ich bin einer der Top-Monsterjäger da draußen. Die Leute zahlen ein hübsches Sümmchen für Leute wie mich, um so etwas zu tun. Und so gut ich auch bin, es gibt Jäger, die genauso gut sind wie ich. Keiner von uns ist je von der Jagd auf die Vahela zurückgekehrt.« Seltsamerweise tat das ihrem Optimismus keinen Abbruch. Ihr Lebenswille brannte heller als der noch immer wütende Feuerring unter ihr. Das entfachte ein neues Feuer in mir. Ich musste uns hier lebend rausbringen. »Naja, wer hat gesagt, dass du nicht der Erste sein würdest?«, sagte Jillian und bekräftigte meine neu gefundene Entschlossenheit. Gott, sie erinnerte mich so sehr an die Frau, für die ich meine Jagdkarriere begann. Als ich 19 war, gingen wir zusammen in den Appalachen zelten, nur wir beide. Ein Skinwalker nahm sie mir weg und ich schwor, sie zu rächen. Ich weiß, das ist wie ein übertriebenes Filmklischee, aber es ist ein Klischee aus einem bestimmten Grund. Wir Menschen haben den Drang, uns für unsere Kameraden und geliebten Menschen zu rächen. Dieser Skinwalker war schließlich der zweite Dämon, den ich nach dem Werwolf getötet habe. Es war wie ein Übergangsrecht, aber als ich diesen Bastard getötet hatte, wusste ich, dass es danach kein Zurück mehr gab. Hier war ich nun, 7 Jahre später, und sah zu, wie jemand das Gleiche durchmachte wie ich. Vielleicht kam ein Mädchen auf eine gewisse Weise zu mir zurück. »Vielleicht hast du recht«, stimmte ich ihr zu, sehr zu ihrer Freude. Jetzt war ich mehr denn je entschlossen, lebend zurückzukommen. Ich öffnete eine der Taschen an meinem Rucksack und zog meine Handschuhe an. Dann öffnete ich eine zweite Tasche und nahm vorsichtig die Mönchholzpflanze heraus. Mit den Resten des Wassers destillierte ich es, denn die Vahela können selbst den schwächsten Geruch riechen. Ich bestückte meine Armbrustbolzen mit dem Gebräu und wartete.
Es würde nur Zeit für einen Schuss bleiben, bevor der riesige Wolf wusste, was wir vorhatten, wenn er es nicht schon wusste. Ich wandte mich an Jillian und sagte ihr, indem ich ihr meine 9mm reichte: Sei ruhig, egal was du siehst oder hörst. Wenn mir etwas zustößt, musst du weglaufen. Schaff es einfach aus dem Wald heraus. Ich kann dir genug Zeit dafür geben. Verstanden? Sie nickte zustimmend. Es wärmte mir das Herz zu wissen, dass wenigstens einer von uns die Nacht überleben würde, obwohl ich selbst nicht sterben wollte. Es vergingen gefühlte 2 oder mehr Stunden. Das Feuer war längst ausgebrannt und die Sonne ging auf. Dann hörten wir es. Ein Wendigo bahnte sich seinen Weg zu unserer Lichtung. Seinen hektisch klingenden Bewegungen nach zu urteilen, war die Wachela ihm dicht auf den Fersen. Sobald der Wendigo die Baumgrenze überschritten hatte, würde es vorbei sein. Natürlich stürzte sich die Wachela auf ihn, genau wie vorhergesagt. Das war meine Chance. Ich schoss mit meiner Armbrust. Ein Volltreffer. Der Bolzen bohrte sich zwischen die Schulterblätter des massigen Wolfes, der seine Beute ausweidete. Sein Heulen hallte durch den Wald, so dass es klang, als ob der Wald selbst Schmerzen hätte. Das starke Gift brauchte ein paar Minuten, um sich im massigen Körper der Wachela zu verteilen, als sie davonhuschte. Der Wendigo war noch am Leben und stieß laute Schmerzensschreie aus, als er an den Fuß unseres Baumes kroch und zu klettern begann. Bevor ich meine Armbrust nachladen konnte, hörte ich den Knall eines Schusses. Zwischen den Augen des Dämons war ein rauchendes Loch. Er bewegte sich nicht mehr, außer ein paar Zuckungen. Jillian und ich kletterten den Baum hinunter und sprinteten in Richtung des Ausgangspunkts des Wanderwegs. Das Gefühl, beobachtet zu werden, verfolgte uns den ganzen Weg über, bis wir die letzte Lichtung vor dem Beginn des Pfades erreichten. Die bedrohliche Gestalt, die uns verfolgt hatte, stand in der Mitte der Lichtung. Die Wachela stolperte auf uns zu, der Armbrustbolzen steckte noch in ihrem Rücken. Er war eindeutig dem Gift erlegen, aber selbst das würde diesen Höllenhund nicht von seinem Vorhaben abhalten, uns zu töten. Jillian erstarrte. Ich entriss ihr die Pistole aus ihrem festen Griff, als das Monster uns mit gefletschten Zähnen, glühenden roten Augen und schäumendem Maul angriff. Ein Schuss war alles, was ich brauchte. Es war vorbei. Der Körper der Wachela verkrampfte sich und sie fiel mit einem lauten, befriedigenden Aufprall zu Boden. Wir schafften es zu dem Lastwagen, mit dem ich am Vortag gekommen war. Ich funkte jemanden in der Nähe an und erzählte ihm, was sie aus dem Wald holen mussten. Zuerst klangen sie skeptisch. Das war nicht die Person, die die Nachricht erhalten sollte, aber nach einigem Gefummel mit dem Funkgerät am anderen Ende bekamen wir grünes Licht, das Gebiet zu verlassen. Ich weiß nicht, ob ich mir das nur eingebildet habe, aber ich schwöre, ich habe ein paar rote Augen gesehen, die uns beim Weggehen beobachtet haben.